Und ab diesem Zeitpunkt macht Skyrim erst richtig Spaß. Da steht er. Treffe ich ihn dadurch? Nein, ich treffe nicht dadurch. Oh oh, oh oh. Oh oh. Findet mich nicht, bitte. Bitte, 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 bitte. Leni ist nicht da. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Okay, hier sind eine Menge Leute. Ist da jemand? Okay, aber jetzt geht's los. Der Speer hat ordentlich was vertragen. Na, Leni! Leni, hä? Was passiert? Ich werde mal jetzt hier hochlaufen, vielleicht gewinne ich dadurch ein bisschen Zeit. Und ein bisschen Macht. So, wo sind die denn? Es wird langsam dunkel, das gefällt mir nicht. Und wenn es dunkel ist, sehe ich nichts. Wenn ich nichts sehe, treffe ich nichts. Von irgendwo auf oben kommen doch die Pfeile, oder? Von wo? Wo sind die denn? Von da oben oder was? Nee, das kann doch nicht sein. Ich muss erstmal versuchen, die da hinten auszuschalten, damit ich runterkomme. Und damit ich noch ein bisschen warten kann. Aber da ist ja hier niemanden. Von mich. Dafür werdet ihr bezahlen. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Wen sehe ich denn da? Na komm. Die trauen sich hier nicht hoch, wieso nicht? Haben die Angst vor Wasser? Was war das? Was zur Hölle? Hört er sich nach einem Drachen an? Oh, dann sniper ich die erstmal weg. Na komm, zeigt euch. Leni! Sauber. Na komm, prügel dich mit mir, los. Du wirst niemals gewinnen gegen mich. Alter, macht die hier alle alleine fertig, oder was? Krass. Ich kann nicht warten, ich muss es hell machen, ey. Ich hasse es, im Dunkeln rumzulaufen. Wobei, in dunklen Kellern oder so ist das ganz geil, aber... Ja, wenn es draußen dunkel ist, ganz ehrlich, 34. Wenn es draußen dunkel ist, ist das immer so kacke, weil man nichts erkennt. Nichts. Ach, 34. Gut, den abgeschworenen Bogen brauche ich nicht. Alter, Leni, du hast nicht ernsthaft hier alles kaputt gemacht, oder? Ein Dornherz hat sie fertig gemacht. Zwei? Naja, zwei, okay. Kann ich nur mit leben. Wo bist du, du Bogenschütze? Jetzt habe ich Leni am Start. Jetzt könnt ihr kommen. Dornherz? Ich sehe nichts. Bam. Hast du brav gemacht? Hast du brav gemacht? So, Dornherz. Übrigens, kleiner Gag am Rande. Wenn man sich an ein Dornherz anschleicht und sein Herz rausnimmt, das kann man nämlich klauen. Wir sehen, haben sie hier ihr Herz selber rausgenommen und es gegen ein Dornherz ausgetauscht. Deswegen sind das Dornherze. Sieht das eklig aus, Alter. Und wenn man sich halt anschleicht und dieses dann aus ihm rausholt, also der Taschendiebstahl, dann kippt er einfach rum. Der kippt einfach rum. Ach, ich wollte es hell machen, ja. Ich wollte es hell werden lassen. Hell. So, ich hasse es, im Dunkeln hier rumzulaufen. Draußen jedenfalls. Drinnen kann ich gerne im Dunkeln rumlaufen, das ist kein Problem. Aber draußen im Dunkeln ist so nervig, wenn man nichts sieht. Ich habe keinen Gegner gerade gesehen. Das ist das Doofe dran. Oh, Licht. Licht. Und ich meine, für euch ist es auch nicht gerade angenehm, alles im Dunkeln zu sehen.
Deswegen ist ja auch egal. So, gibt's hier irgendwo noch Türen oder so, wo ich durchgehen kann und was erforschen kann? Abgeschworenen Axt. Abgeschworenen Pfeil. Ist das eine Gabel oder was das? Nein! Fuck. Das war der falsche Knopf. Das wollte ich machen. Die haben anscheinend Gabeln hier. Naja. Immerhin zivilisierte Leute. Muss man schon sagen. Ah, da geht's noch höher. Da hinten geht's irgendwie zu meiner Quest. Muss ich hier vielleicht doch durch? War es der richtige Weg? Ich schätze nicht, nein. Ich juckte noch. Das kommt mir hier aber nicht sehr koscher vor. Kommen hier vielleicht noch Gegner? Gehen wir erstmal an die Spitze, um die Spitze zu konnten. Oh ja. Guck dir diesen geilen Ausblick an, ey. Schau, dass da hinten Nebel ist. Sind wir über den Wolken oder was? Krass. Oh mein Gott. Du solltest noch ein Stück weiter nach hinten gehen, damit ich durchkomme. Danke. Ich dachte schon, sie fällt runter. So, jetzt bin ich also hier oben. Muss ich noch höher dafür? Karte. Also, da muss ich hin. Ich bin noch vorbeigelaufen. Kann das sein? Hier ist die Spitze. Es ist so eine Art Mine, muss da hinten sein. Dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht hier durchbrechen können. Durch die Wildnis. Um an unseren Punkt zu kommen. Das wäre eigentlich schon ganz geil. Und dann müsste ich mir nicht mehr so Gedanken machen, wie ich zur Hölle da hochkomme oder hinkomme. Na gut, Leni wird mir wahrscheinlich nicht folgen können. Ich würde wahrscheinlich jetzt da unten irgendwo rumlaufen. Ich glaube, da ist sie, ne? Ach, da unten läuft sie. Na, Leni? Ah, kein Problem, sobald ich in die Höhle reingehe oder beziehungsweise in die Mine, müsste sie ja bei mir sein. Ach du Scheiße. Der hält aber einiges aus. Okay, warte. Eisenschild. Was ist mit meinem Eisenschild? Ach so, klar. Logisch. Aber jetzt, muss ich mir leider einen Zaubertrank reinziehen. Was haben wir denn hier? Heilung. Nimm das, du dreckiger Bär. Alter, rutsch mir den Buckel runter, Alter. Du bist so ein Pisser. So. Zwerg. So, dann geht's jetzt weiter zur Mine. Wo kam der her? Ist hier eine Höhle oder so? Wohnt der hier? Ist das strange? Ich bin an einer Stelle, wo man eigentlich normalerweise nicht rumläuft und da ist plötzlich ein Bär. Wie kommt der Bär da hier hoch? Ernsthaft? Wie kann er hier hoch? Und wie werde ich jetzt hier hochkommen? Na komm, es muss hier... Ah, ich glitsch mich hoch. Ich glitsch mich hoch. Na. So, erstmal eiskalt hochgeglitscht. Und da wären wir bei der Mine. Hat ja zum Glück nur eine halbe Ewigkeit auch gedauert. Wie kommt man regulär hier hoch? Oh. Hallo. Hast du mit mir geredet? Naja. Hier haben wir eine schöne... Oh. Der wohnt hier also. Was? Banditen-Gesetzloser?
Ich zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Objekte, Zaubertränke, was haben wir denn hier für Gifte? Gift, Anfälligkeit für Gift, er zieht Ausdauer, konzentriert schädigt Ausdauer, aber der ist sowieso jetzt gleich tot. Okay, der hier aber noch nicht. Wo kommen die her? Magiker senken? Nein. Schwaches Gift. Erzürnung. Nee. Ich muss schon Ausdauer senken. Ach komm, Anfälligkeit für Gift. Na super, das hat sich jetzt gelohnt. Naja, was soll's. Ich frag mich, wie lange. Ich muss sagen, ich habe noch nie mit Giften gearbeitet. Und ich weiß nicht, wie die anhalten. Zwergenbogen oder gehen sie auf die Pfeile rauf? Was passiert mit dem Gift? Wo kann ich es endlich sehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann es mir einer von euch mal erzählen, wie ich sehe, wie meine Waffe vergiftet ist. Es wäre mal schön zu wissen. Achso, ich bin hier oben. Ich habe hier die komplette Abkürzung genommen. Das heißt, ich muss hier erstmal auch alle ausrotten. Bis Leni kommt, mache ich das erstmal alleine. Kein Problem. Falls sie nicht alle gerade von alleine hochgekommen sind. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Denn ich sehe hier keinen mehr. Ich schlafe mal eine Stunde, dann ist Leni auch hier. Na, komm. So, Leni? Siehst du? Sag ich doch. So, dann machen wir mal die Tür von innen auf. Okay, hier, das ist also der reguläre Weg. Dann gehen wir den regulären Weg. Wenn mich Leni durchlässt. Sollst du mich durchlassen, Leni? Magika. Was ist das denn? Lederstreifen. Kann man gut gebrauchen. Alter, Leni. Ständig stehst du im Weg. Wie Lydia damals. Ja, kein Wunder, ihr fangt beide mit L an. Das hat bestimmt etwas zu sagen. Ich habe die Halluzination. Ich dachte, ich habe da einen Drachenschatten gesehen. Aber wie bilde ich mir das anscheinend nur ein? Weil ja, höchstwahrscheinlich kein Drache gerade ist. Nun denn, dann wollen wir uns erstmal auf die Schmiede aufmerksam machen. Gucken, was wir hier so machen können. Wenn wir es klauen. Oh, Handschuhe. Schwerter, Helme. Krass. Oh, Orkschatzverhänder. Naja, den Rest. Oh, der Helm war aber viel wert und wiegt nichts. Das ist gut. Leni! Mann, rück mir nicht so auf die Pelle. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen. So. Und ab in die Mine. Und ich wittere Erze. Ja, Erze. Das bedeutet, ich sammle erstmal ein bisschen was an Erzen an und danach versuche ich die Rüstungsschmiede auszubauen. Weil es ist ja so, dass umso einen höheren Level ich habe, umso stärker sind auch die Gegner. Das heißt, meine Fähigkeiten sollten auch den Schwierigkeitsgrad der Gegner angepasst sein. Und wenn ich jetzt sofort Schmiedekunst hochhaue, also wirklich sofort hochhaue, kriege ich 2 bis 3 Level. Gratis. Und das bedeutet, dass die Gegner auch stärker werden, aber meine Angriffsstärke bleibt ja gleich. Das ist das Problem. Wenn meine Angriffsstärke gleich bleibt, macht alles meine Leni macht das alles dann alleine. Und das will ich nicht. Ich will auch mal ein bisschen was machen. Oh, da rennt irgendwer. Na, wer bist denn du? Ich könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Was war das? Was? Ich konnte das nicht treffen. Ach, Leni, du hast mich weggeschubst. Wieso treffe ich nicht? Schießkunst verbessert, sauber. Oh! Fuß! Alter Schwede. Krepier halt.
Wie stark war denn der? Okay, Stahlschild ist ordentlich was wert. Ich trage zu viel, ich weiß. Eisenpfeil. Stahlkriegshammer, orkischer Dolch. Nehme ich alles mit und dann kannst du mal auch mal ein bisschen was schleppen. Champion von Azura. Wie sie zwei Stäbe auf einmal trägt.